Ich bin Marco Müller, komme von Küsnacht und ich bin 23. Ich war letztes Jahr schon dabei und ich bin leider im Finale disqualifiziert worden. Er schafft es! Ich habe eben etwas gemacht, was ich nicht erzählen. Und in dem Moment hören wir, es hat ein kleines Fehlverhalten gegeben, einen Fehlgriff von Marco. Und zwar hätte er nicht auf die Matte langen. Nein! Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz bittere Pille für ihn in dem Moment. Ja, es hat mich natürlich mega genervt, weil das nächste Hindernis wäre mir, glaube ich, schon noch gelegen. Und ich hoffe mal, dass ich das Jahr über das Hindernis komme. Let's go! 160 Athletinnen und Athleten nehmen wir mit in die Show Ninja Warriors Switzerland. All die 160 haben wir evaluiert in einem grossen Casting. Und zum zweiten Mal ist der Marco Müller der mit Abstand beste Athlet in diesem Casting. Leider letztes Jahr nicht in die letzte, die dritte Stage vom Finale gekommen. Und sein Aussehen ist so ein Understatement, oder? Man sieht das Ganze gar nicht an. Ui! Und dort Ausstieg gerade noch verwünscht, mit einem Fuß gelandet, jetzt da, wo es kein Missgeschick geben kann. Er geht ohne Druck im Parkour und mit ganz viel Freude. Oh ja. Sofort weiter, der erste Rohrbalken drauf. Und jetzt könnt ihr zuschauen und geniessen, weil das, was er hier machen wird, das habe ich wahrscheinlich so noch nicht gesehen und ihr definitiv auch nicht. Kletter ist voll sein Ding. Wow, sehr gut. Alles geradeaus, weitergeklettert. Lange Beine. Nein, das heisst doch hey, so aber das braucht so viel Muskulatur im Rumpf. Definitiv, aber einer, der so viel klettert wie der Marco, dem sein Rumpf, der ist so etwas verstärkt. 1 Minute 20. Unglaublich schnell unterwegs. Er ist geduldig, ruhig und ambitioniert. Die Geduld, die Ruhe, die verkörpert er mit fast jedem Griff. Schau dir mal. Freude herrscht. Oh, das ist ganz stark. Oh, mit Kraft. Jetzt will er noch einen machen auf, hey, ich kann es auch gleichzeitig mit beiden Armen, merkt dann aber, das braucht mehr Kraft, schwingt wieder. Muss jetzt das Körpergewicht noch einmal auffahren. Bam! Macht es gut, hebt sich in der Spannung. Letztes Mal hat er im Parkour noch gewunken, bis jetzt winkt er noch nicht. Wir wollen ihn nicht ablenken, aber das ist ein klarer Fall. Marco Müller, nach wie vor einer der allerstärksten, erst 23, aber einfach mental und kraftmässig unglaublich stark. So gut. Und jetzt noch mal 4,25 Meter den Berg darauf und dann auf den Buzzer hauen. Und da seht ihr, wie hart, wie anspruchsvoll die Vorrunde ist, die 6 Hindernisse. Der Beste aus dem Casting ist am Leiden. Kommt jetzt an die Wand, 4,25. Du hast ja die Vorrunde schon mal. Ich weiß. Sorry. Hast die Vorrunde schon mal gemacht vor einem Jahr? Wie hat es dich gedacht? Ähnlich schwer, einfacher, schwieriger? Ähnlich schwer wie letztes Jahr etwa. Genau. Jetzt letztes Jahr hast du die 100.000 Franken leider noch nicht heimnehmen. Machst du das dieses Jahr? Wäre noch etwas. Aber das erste Mal so weit gekommen wie letztes Jahr. Genau so ist es. Wir drücken dir die Daumen, dass du so weit kommst wie letztes Jahr. Marco, riesig. Boom. Parkour ist super gegangen, also ja, ich freue mich mega auf die Finalqualifikation. Oh yes! Also, es wird Hammer. Jung, sympathisch, wenn man das so ein bisschen anschaut, unscheinbar, aber richtig stark und gemacht für den Parkour. Der Marco Müller aus Küsnacht am Rigi. Zeit geht los, wenn er auf dem ersten Block oben steht. Alle, ein Favorit! Oh! Ja! Mit ganz feinen, schnellen Schritten. Also, das ist, geht's nicht. Ist aber abgeschaut, oder? Ich bin gerade zählen. Ja.
Und da, schau mal, eben genau das ist es, von dem ich vorher geredet habe. Schwung mitnehmen bei jedem Reifen. Das ist Lehrbuch schwingen. Da kann sogar der Ninja Warrior das beste Lied singen. Weil jetzt ist er dort bereits beim Reck zum Bügellift. Als sehr guter Kletterer, Boulderer, sollte das definitiv kein Problem sein für Marco. Schwungtechnisch eine Ansage und das Ganze auch noch gerade enorm ästhetisch. Der Vitali ist gar noch nicht, hat er gesagt. Hast du das gesehen? Ja. Der wäre fast durchgeschwungen. Er sagt selber zu seiner Persönlichkeit, er sagt geduldig, ruhig und ambitioniert. Und genau so geht er durch den Parkour. Ja, das ist A, extrem stark und B, noch viel stärker, als wir bis jetzt gesehen haben in dieser Show. Ich denke schnell zurück das letzte Jahr. Über genau diesen Pool hat er in der Finalqualifikation gewonnen. Yes! Das ist Wahnsinn. Winkt er nochmal? Ja! Er ist ein Teufelskerl! Er macht es genau gleich nochmal! Lenkt an den ersten Zeiger. Und bei ihm sieht das alles relativ einfach aus noch. Ich sage, der ist noch lange noch nicht bei seinen Reserven. Er weiss, er muss weit fliegen, macht das Gold richtig. Hebt in der Mitte. Wahnsinn. Und jetzt der zweite Zeiger, der hängt nach oben. Viel schwerer zum Heben. Nein, easy. Er ist kein Gibbon, er ist der Gibbon im Zoo trainiert. Wow! Machtdemonstration von Marco Müller. Und 2 Minuten 15 Sekunden läuft über zum Chemi. Wow. Der kommt der Ruhe. Auch wenn er irgendwie was hat, Flipflops. Hey, look, mit Flip-Flops er ist selber ein sehr ruhiger Typ. Das hat er schon mehrfach gesagt. Nimmt es da extrem ruhig und sagt sich, easy, einfach nur noch rauf. Du musst gar nicht stressen, weil er ist eh schon im Finale. Und wir haben den ersten Athlet hier oben am Buzzer. Das ist unglaublich. 2 Minuten und 46 Sekunden. Applaus, Marco Müller! Er hat seine Leistung vom letzten Jahr bis jetzt copy-paste können wiederholen. Er macht sogar die gleichen Moves. Der Mann hat noch nicht genug. Im Finale wird er alles geben. Und genau das werden wir miterleben hier bei Ninja Warrior Switzerland. Grosses, grosses Ninja. Marco Müller, willkommen im Finale! Danke vielmals. Nein, was für eine Show! Eine Seelenruhe hast, völlig ohne Druck, mit ganz viel Spass gehst du an die Sache an. Von wo kommt die Ruhe? Ja, vom Klettern, denke ich. Ich bin auch dort schon ein bisschen eher der ruhiger Typ, also vom Kletterstil her, ja. Vielleicht können wir noch mal schnell in einer Slow-Mo sehen, wie du da so easy ins Publikum reinwinkst, während du dort dranhängst. Da forderst du mal die Leute noch schnell auf zum Mitklatschen, ganz der Player. Du spielst noch gerne mit dem Publikum. Ja, ja, also es hat sich mega gut angefühlt. Ich war überhaupt noch nicht pumpen und ja. Im Finale Marco Müller!